Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute haben wir den 2. März und Geburtstag hat wer? Sag. Ne, nicht du. Ah. Wer hat Geburtstag? Geburtstag hat, Trommelwirbel, Chris Martin. Chris Martin ist britischer Sänger und Gitarrist und Komponist, vor allem aber bekannt als Frontman der Pop-Rock-Band Coldplay. Ach so, Coldplay, natürlich. Die haben ja richtig geile Chart-Erfolge gehabt, wie The Scientist, Speed of Sound, Viva La Vida, Paradise, The Sky Full of Stars und so weiter und so fort. Und er wurde am 2. März 1977 in Exeter, Devon in England geboren. So ist das. Ungefähr unser Alter, ne? Aber, was kommt das jetzt? Wichtigste ist, was jetzt? Der hat einen richtig heißen Schlag bei richtig heißen Frauen. Warum? Verheiratet ist er. Wem denn? Mit Gwyneth Paltrow. Ach, naja, gut. Oh, der, super lecker. Ja. Hat Pepper Potts gespielt bei Iron Man. Ja, was die gespielt hat, ist mir Respekt egal. Die hat auch gespielt bei anderen Filmen. Stimmt, habe ich auch gesehen. Weiß ich jetzt nicht. Also Pepper Potts hier, super lecker, Gwyneth Paltrow. Und war vorher zusammen mit Jennifer Lawrence. Und die ist auch lecker. Ach, das ist auch die von Anders Panem lecker, irgendwie sowas, aber oder? Richtig lecker, richtig. Tribute genau. Von Panem. Tribute von Panem. Ja. Also der Bub, der hat schon einen erlesenen Geschmack, muss man sagen. Ja, wenn es läuft, dann läuft es. Ja, bei ihm läuft es. Der ist ja Coldplay-Sänger. Die rennen dem ja hinterher. Meinst du? Ja, aber auch eine leckere Schnitte ist die hier. Pass mal auf, mach mal nächste. Der hat einen Schlüpper auf die Bühne. Hier, da, mit der hätte man was anfangen können. Habe Kerkeling. Nee, nicht Habe Kerkeling, das ist Beatrix. Ah, Beatrix. Ja. Die jungen Zuschauer unter euch, die werden mit Habe Kerkeling und Beatrix nichts verbinden, aber das war damals, ganz früher, war das mal ein Knaller, gell? Sorry, ich hatte gerade Kung-Fu-Minuten. Ja. Beatrix hat im Jahre 2004 erst übrigens die Botschaft der Niederlande in Berlin eröffnet. Ah, ja, und das war am 2. März. War das ein Wohnwagen? Am 2. März 2004 hat Beatrix das gemacht. Die mit den Star Wars Hüten da. Oranje, oranje, ole, ole, ole. Ja, so ähnlich, genau. Genau. Sehr schön. Gut. Am 2. März 1969 ist übrigens auch das Überschallflugzeug Concorde gestartet. Hat da seinen Jungfernflug. Und die Concorde, daran erinnerst du dich vielleicht noch, du warst gerade mal 40 bei der Entwicklung, war eine britisch-französische, also entstand aus einer britisch-französischen Zusammenarbeit, ist 7 Jahre lang getestet worden und flog dann regelmäßig Passagierflüge mit doppelter Schallgeschwindigkeit. Doppelte Schallgeschwindigkeit, lecco mio. Also es knallt zweimal. Genau, schabum, schabum, boom. Also dreimal, also dann noch die Stewardess. Schabum, boom, boom. Wenn es nur eines Stewardess ist, weiß ich nicht. Ja, ja. Übrigens, der Flug zwischen London und New York betrug nur etwa 3 bis 3,5 Stunden. Ja, das ist schnell, ne? Das ist eh. Ich bin auch schon mal von Paris von nach. Von wo? Von Paris nach Boston bist du geflogen. Von Paris nach Boston? Das ist ja auch fast New York. Ja, ja. Da bin ich 6 Stunden geflogen. Boston etwas nördlicher. Ja, Du von oben kommst, fliegst du weniger. Ja, aber 6 Stunden habe ich schon gebraucht. Ja, mit normalen Air France. Genau. Und angeblich haben sie damit aufgehört, weil der Flugbetrieb unwirtschaftlich wurde. Genau, aus wirtschaftlichen Gründen. Dann gab es ja diesen Unfall. Ne? Nee, der Unfall hat nichts damit zu tun. Nein, nein. Mm-mm. Ja. Ja. Das war wieder eure Tagesdosis Angeberwissen. Ihr könnt mit Beatrix angeben, ihr könnt mit der Concorde angeben und mit Chris, wie heißt der nur? Chris Martin. Chris Martin angeben, wen er alles gepimpert hat. Das ist ja total wichtig. Ja, könnt ihr angeben, könnt ihr erzählen heute. Heute ist der 2. März, ne? Ja. Hammer. Ja. Tschö, bis morgen. Cheerio, Miss Sophie.